Hallo und herzlich willkommen zum DJ Bobo Evolution Tour XXL Vlog auf unserem Kanal. Vor uns liegen insgesamt 3 Konzerte der Evolution Tour. Für uns geht es heute zuerst zur Rudolf Weber Arena nach Oberhausen. Ihr seht in der Zeit das Intro, wir fahren los und melden uns dann, sobald wir vor Ort sind, bei euch wieder. Wir sind jetzt hier am Zentro angekommen. Der große Vorteil ist natürlich, dass es hier zahlreiche kostenfreie Parkplätze gibt. Das heißt, Parkgebühren entfallen. Das ist schon mal sehr gut. Und jetzt werden wir zur Zentro-Promenade noch gehen. Da haben wir nämlich heute einen Tisch reserviert beim Griechen. Da wollen wir vorher noch was essen. Auch da nehmen wir euch natürlich mit. Und dann geht es nach dem Essen zur Rudolf Weber Arena. Wir haben jetzt gut gegessen beim Griechen, hat wirklich ganz gut geschmeckt, kann man nicht sagen, preislich auch echt in Ordnung. Allerdings gibt es da noch niemals irgendwie ein Uso aufs Haus, kennen wir vom Griechen irgendwie nicht so. Schade, vielleicht kann man da ja nochmal nachbessern. Wir haben jetzt noch gut eine Stunde länger Zeit hier, da das Konzert heute eine Stunde später beginnt. Irgendwie waren die ganzen LKWs mit den Bühnenbauteilen wohl in der Vollsperrung, dadurch verzögert sich das. Das heißt, wir nutzen jetzt die Zeit, gehen nochmal durchs Zentrum durch und gleich nochmal hier gemütlich an der Zentrum-Promenade lang und dann melden wir uns gleich bei euch wieder. Wir sind jetzt drin in der Arena und ihr seht natürlich jetzt auch ein paar Impressionen von der Show. Welcome to Evolution! Tonight, tonight, this is the place to be. 30 years in my history. Play that magic guitar now. Sometimes you wanna go mad. Sometimes you wanna go crazy. Get on up, get on your feet. Take a chance and don't be lazy. Everything you need to know, stand up and take control. Let the music heal your soul. Ihr seid
Was eine grandiose Show und was für eine tolle Stimmung in Oberhausen. Und inzwischen haben wir Freitag, den 26. Mai. Für uns heißt es jetzt Evolution Tour, die dritte. Für uns geht es zur Längstes Arena nach Köln. Wir nehmen euch mit. Ja, und sobald wir da sind, melden wir uns bei euch wieder. Wir sind jetzt hier am Parkhaus der Längstes Arena angekommen, haben einen idealen Parkplatz gefunden. Da stehen wir und da ist direkt die Ausfahrt. Ich denke, dadurch werden wir vielleicht heute ganz gut hier rauskommen, hoffe ich zumindest. Und jetzt geht es für uns nach Vapiano hier in Köln. Wollen eine leckere Pizza essen, ich werde Nudeln essen. Und ja, wir melden uns dann gleich bei euch wieder. Wir haben jetzt extrem lecker bei Vapiano gegessen, war richtig gut. Ich hatte Nudeln mit Hähnchen, Tobi und Steffi hatten eine Pinsa. Ja, also ein rundum gelungenes Abendessen. Jetzt gehen wir langsam in Richtung Längstes Arena, werden jetzt schon mal unser Parkticket hier lösen und den Rest von Steffis Pinsa noch ins Auto bringen, als Mitternachtssnack heute. Und ja, ich würde sagen, ihr seht jetzt als nächstes ein paar Impressionen hier von der Längstes Arena und danach gibt es dann natürlich auch wieder noch ein paar Impressionen von der Show. In Köln konnten wir euch jetzt nicht ganz so viele Impressionen zeigen. Wir saßen, wie wir angekündigt hatten, ja oben in der letzten Reihe. Dort war die Akustik aber eine absolute Katastrophe. Man hatte die ganze Zeit ein Echo, das heißt eigentlich, man hat den Ton zweimal gehört, was, denke ich, an der Bauweise der Halle liegt. Aus diesem Grund wollten wir euch jetzt nicht so viele Videos in schlechter Tonqualität hier reinpacken. Aber jetzt geht es für uns nach Dortmund in die Westfalenhalle. Und da zeigen wir euch natürlich jetzt auch noch ein paar Impressionen vom Konzert aus Dortmund. Wenn der Rhythmus einsetzt, gehört die Westfalen alle euch. Jede Hand! We'll be right back.
with the force on my side and making the law. I tell myself to get up, let go of feeling that thing. Before I turn into sand, I'll fight it to the very end. Stop.
kaputt. Danke für 30 Jahre Loyalität und Liebe. Ihr seid unglaublich. Es gibt nur ein Wort dafür. Danke! Yes, sir.